elbow. Wie wird das Wetter? Freundlich. Freundlich? Bist du sicher? Apropos, in Zürich sind sie schon sehr freundlich. In Zürich sind sie terrafreundlich. Es zieht mir jetzt noch hinter den Ohren wie nach Wasabi. Arrogant. Schnippisch. Ignorant. Eingebildet. Haben sie nicht nötig. Meinen sie? Bullshit. Haha. Nichts haha. Ja, in Zürich waren wir letzthin. Da gab's doch die 312 Banken. Bullshit. Haha. Nichts haha. In Zürich gibt es sogar einen Ombudsmann. Bullshit. Göldi schicken wir zurück. Die Galerei lassen wir im Regen stehen. Bankfrei. Da waren wir so frei. Darf ich Ihnen helfen? Wir möchten gerne ein Fremdwährungskonto eröffnen. Darf ich fragen, wie Sie auf uns kommen? Ich habe das recherchiert im Internet, dass hier viele Banken sind und jetzt sind wir am Suchen. Weil es ist so bei uns, dass wir Neukunden nur auf Empfehlung annehmen. Das heißt, auf Empfehlung über einen Anwalt, respektive eine Person, welche bereits mit uns zusammenarbeitet, weil sie bereits Geschäftsbeziehungen mit uns haben. Deshalb wundert es mich, wie sie auf uns kommen. Na frei, das tönt so frei. Deshalb sind wir schnell zu Ihnen gekommen, um zu schauen, ob Sie solche Optionen für die Fremdwährungskonti haben. Aber wahrscheinlich müsste ich mir schon zuerst die Empfehlung besorgen. Müsste ich natürlich schon wissen, welche Kunden Sie schon haben aus meinem Bekanntenkreis. Normalerweise dürfen wir das ja nicht sagen. Ich denke, in Ihrem Bekanntenkreis darf man das offen in die Runde werfen. Ja, da muss ich mal mit Fürst Reinier reden. Da kann man nichts machen. Ab zum Juwelier. Keine angeschriebenen Preise, keine Prozente, das ist nach deinem Geschmack. Bujato, kennt das jemand? Breitling, Chanel. Chanel hat aber eher einen mondänen Ruf. Also, Breitling. Probieren wir mal das Collier. Zu goldig. Das hier könnt ihr doch stehen. Aber mir steht doch alles. Nicht, dass man das jetzt falsch versteht, aber das steht dir doch besonders. Niemand kümmert sich um uns. Der Chef ist echt besorgt. Ruf die Protectors. Ich bin der König von Noseland. Ja, freut mich. Das Collier da draußen. Welches? In der Mitte. Das hier. Ganz hübsch. Ein bisschen Stroh um den Hals. Haben Sie das gemeint? Vergoldetes Stroh. Haben Sie das gemeint? Genau, was für Material ist das? 18 Karat, Roségold, Braunquarz, argentinisch, Halbedelsteine. Das kostet mir ein bisschen zu wenig. Wieso? Ich habe gedacht, das kostet vielleicht 20.000. Ist das nicht 20.000? Das spielt ja keine Rolle. Man könnte ja den Preis noch erhöhen. Könnten Sie da nicht noch mehr Steine einbauen? Nein! Aber Spezialanfertigungen, das ließe sich doch bestellen. Nein, das machen Sie noch nicht. Noch nicht? Dann kaufen wir sie. Dann mache ich meinen eigenen Schmuck, gebe ich meine eigene Kollektion raus. Wir kaufen die Firma. Und das Personal auch. Da gibt's keine Probleme, wenn wir etwas übernehmen. Sind Sie der Chef? Nicht mehr. Nicht mehr? Haha! Bullshit! Bullshit! Haha! Doch, doch, das Geschäft läuft gut. Nur die Mieten sind zu teuer? Und wenn wir jetzt zwei Collets nehmen würden? Dann müssen wir zuerst bestellen.
Können wir hier eigentlich mit Nosy bezahlen? Wie? Kennen Sie Nosy? Was ist das? Das ist eine Fremdwährung, heute frisch an die Börse gekommen. Schau, ein Bauarbeiter! Darf ich fragen, verdienen Sie genug? Es darf immer mehr sein. Ich bin entsetzt. Ich wandere hier durch Zürich und sehe insgesamt eine große Armut hier, insbesondere an der Bahnhofstraße. Ja, ja. Wir sind ja unterwegs, wir möchten die Weltwirtschaft retten. Wir sind mit einem Geschenk unterwegs, das 480 Milliarden wert ist und die UBS will das nicht mal diskutieren. Aber das müsst ihr nicht in der Schweiz machen, das müsst ihr nach Südamerika gehen oder in Asien machen. Aber die Schweiz würde das doch automatisch weitergeben. Die Schweiz ist doch ein anständiger Staat. Ist das ein anständiger Staat? Ich denke nicht. Denken Sie nicht? Nein, das denke ich nicht. Aber Sie sind ein anständiger Mensch. Immer auf den Job bedacht. Hat ein anderer Leute gedacht? Nein, der hat nicht gelacht. Und die Finanzprobleme nicht in der Schweiz lösen. Besser in Südamerika, Afrika. Und all die armen Leute hetzen durch die Straße. Ohne Job. Ohne Schirme. Ohne Absätze. Ohne Jacke. Die sind alle arbeitslos. Irren alle herum und tun so, als ob. Schaffen, Häusle bauen. Mit Stöcken. Mit ultraschweren Goldketten. Anfechtbaren Pelzen. Übergroßen Konti. Nochmal, wann hast du schon wieder die Handtaschen gekauft? Als du bei Gaddafi warst. Ah ja, so, genau. Als du Gölli geholt hast. Ja, den schicken wir wieder zurück. Du, da waren doch noch die Holländer. Die hast du nach dem Nationalbankgebäude gefragt. What's this building? It's the city. It's not in the card. So it's not important. Where are we? In the city. And the town, the name of the town. The city? Wo sind wir? Where are we? In the city? Bullshit! What's the name of the city? The city. Ha! Ha! Haben wir recht? Steht ja auf der Karte. Und Protestas versteckt sich hinter Schaufenstern. Polizei jagt mehr. Vor der Nationalbank? Offen. Wonderful. Great. Automatic doors. Falsche Strategie? Auf der falschen Ebene. Jetzt auf gleiche Höhe. Aug in Aug. Verhandeln. Die fühlten sich ja immer etwas unterlegen. Sonst werde ich wütend und schmeiß meinen Nosy hin. Ließen uns im Regen stehen. Automatische Tür öffnet sich. Öffnet sich nicht. Den Nosy hinschmeißen. Oder politische Note. Bei Gary Müller. Dann halt Personaleingang, dort ist offen. Unfreundlich, da stand Schalteröffnungszeiten durchgehend bis 15.30 Uhr, Montag bis Freitag. Ich kann nicht lesen, ich habe das nicht nötig. Übrige Zeit anmelden beim Nebeneingang. König von Noseland möchte mit jemandem sprechen, der für Fremdwährungen zuständig ist. Ja, da müssen Sie sich beim Haupteingang melden, wo Sie vorher waren. Ah, Sie haben uns gesehen. Ja, wir haben sie gesehen, wir haben gemeint, sie machen Fotos und das dürfen sie nicht im Gebäude. Aber außen schon. Also innen nicht. Innen nicht, ist ja klar. Ich weiß nicht, was sie fotografieren wollen, aber den Eingang sollten sie nicht fotografieren. Ist der geheim? Ja. Aha, das ist ein politischer Fehler, das tut uns leid. Also jetzt ist niemand zu sprechen für Fremdwährungen. Ja, für was brauchen Sie die Kurse, oder was? Nein, wir möchten eine Fremdwährung anmelden. Ja, also es ist so, bei uns, Sachen beginnen. Wir haben nur Schweizer Franken, die Sie anmelden können. Fremdwährung keine. Nicht interessiert an internationalen Kontakten? Dann müssen Sie eine Anfrage machen. Es geht nicht einfach so, da müssen Sie vorher an... Da müssen Sie einen Termin haben und dann können Sie Ihr Anliegen vorbringen. Sie können einfach an die Schweizerische Nationalbank ein Schreiben richten und dann die Anfrage starten. Und sagen Sie doch Ihren Kollegen, dass die Polizei wirklich nicht nötig ist. Abzusagen. Wo leben Sie? In Noseland.
seit eineinhalb Jahren unabhängig von der Schweiz. Das gibt's? Ja, das können Sie schnell im Internet recherchieren. Nun, dann müssten Sie mit Herrn Dings da sprechen. Möchten Sie etwas trinken? Danke, sehr nett, sehr nett. Endlich höflicher Empfang. So wie es sein muss. Grüezi. Tag, Herr Dings da. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wir suchen ein Fremdwährungskonto. Ja, worum geht es da? Um Nausis, das ist die Währung von Nausland. Führen wir leider nicht mehr. Führen Sie nicht, und wenn man das neu eröffnen möchte? Gibt es auch nicht, tut mir leid. Wie müssen wir da vorgehen, wenn man den Nausi an eine Bank bringen wollte? Ich habe keinen Vorschlag, tut mir leid. Aber Sie haben doch studiert. Ich kann Ihnen trotzdem nicht weiterhelfen. Diese Währung gibt es bei uns nicht. Also Sie haben nachgeschaut? Ja, ich habe nachgeschaut. Hat gezittert vor Angst. Gegen Bullshit in der Hose. Dann hat es endlich aufgehört zu pissen. Aber sagt man das als Königin Pisse? Das frage ich mich. Ist das ein gutes Beispiel für die kleinen Kinder von Noseland? Es hat aufgehört zu pissen. Es hat aufgehört zu schiffen. Ja, genau, schiffen. Ist mir sehr nah an der Realität. Wobei vorher beim Kings Club hat es schon eher so gerochen, als ob da gepisst wurde. Los, zum Ombudsmann. Nicht so vornehmes Büro. Ja, hier wird gearbeitet. Guten Tag, ich bin der König von Noseland. Haha. Nichts haha. Was sind Sie? Ich bin König Bruno der Erste. Ja, Bullshit, ja. Ja, Bullshit. Was wollen Sie von uns? Ich wollte fragen, wieso in Zürich die Banken so unfreundlich sind. Tja, das weiß ich auch nicht. Wir sind nicht eine Bank. Aber Sie sind der Ombudsmann. Ich kann nicht für die Banken sprechen. Aber Sie überwachen die Banken. Nein. Was macht denn ein Ombudsmann? Ein Ombudsmann ist ein Vermittler. Ein Vermittler? Ja, ich kann Ihnen eine Broschüre geben. Auf unserer Webseite sind unsere Aufgaben beschrieben. Wir vermitteln zwischen Bankkunden und Banken. Wir versuchen, gütliche Einigung herbeizuführen. Ja eben, in Streitfällen. Zwischen Kunde und Bank, genau. Aha, dann muss ich ja zuerst Kunde sein bei einer Bank. Genau. Das Problem ist ja, dass die Banken mich nicht als Kunde nehmen. Das kann man nicht deponieren. Nein, das können Sie nicht. Es herrscht Vertragsfreiheit in der Schweiz. Sie müssen auch nicht mit einer bestimmten Bank zusammenarbeiten, wenn Sie nicht wollen. Dann gründen wir unsere eigene Bank. Genau, dann können wir sie vermitteln. Ha, ha! Bullshit! Das ist sehr nett gewesen. Insbesondere die Begrüßung ist sehr nett gewesen.